Warum Ramadan? Warum fasten? Ich fange schon an, das R zu rollen. Warum? Ja. Warum fasten? Warum? Die meisten Leute, die du fragst, ja, warum fasten wir, die sagen zu dir, ja, damit wir uns mal so fühlen, wissen, wie die armen Menschen sich fühlen. Ist auch eine Weisheit, aber ist nicht der eigentliche Grund. Weil sonst würde ich sagen, ja, ich habe ja letztes Jahr gefastet, dann brauche ich ja dieses Jahr nicht mehr zu fasten, ich weiß ja, wie sich die armen Menschen fühlen. Ja. So. Sondern der Grund ist ganz einfach, der Ramadan ist ein Trainingslager, eine Schule für dich. Du erwartest den großen Lohn. Den Lohn, dass dir deine Sünden vergeben werden. Der Prophet alaihi salam sagt, Man sama Ramadan Iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer den Ramadan fastet aus Glauben heraus und mit der Hoffnung auf den Lohn, dem wird Allah verzeihen, dem wird verziehen, was er vorher in Sünden getan hat. Dann, was haben wir noch? Man kama Ramadan Iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer im Ramadan steht, das heißt, Tarawih-Gebet, im Gebet, aus Glauben heraus und mit der Hoffnung auf den Lohn, Allah wird ihm vergeben, was er vorher an Sünden getan hat. Das heißt, du willst, dass deine Sünden vergeben werden und du willst etwas ganz Besonderes als Proviant für deinen weiteren Weg, denn wir sind auf einer Reise. Wir sind auf einer Reise, wir sind auf diesem Zug und dieser Zug geht in Richtung Jenseits. Und du willst ein Proviant mitnehmen, was du unbedingt brauchst. Das wichtigste Proviant, Taqwa, Gottesfurcht. Wenn du dieses Proviant hast, dann wirst du, wenn alle deine Probleme gelöst. Aber du musst es bekommen. Der Prophet, Allah sagt im Koran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Wer Allah fürchtet, den schafft er einen Ausweg, den versorgt er, von wo er es nicht gedacht hätte. Allah sagt, nee, das habe ich ja gerade gesagt, yaj'alu makhraja yaj'alu min amri yusra. Wa man yattaqillaha yaj'alu min amri yusra. Wer Allah fürchtet, macht er seine Angelegenheit leicht. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Wer Allah fürchtet, dem tilgt er seine Sünden und dem vermehrt er seinen Lohn. Und dann sagt er, Wallahu ma'al muttaqin. Und Allah ist mit den Gottesfürchtigen, mit seiner Hilfe, mit seinem Beistand. Das heißt, fürchte Allah und du wirst es schaffen. مثل الجنة التي وعد المتقين في أنهار من ماء غير آسن. Das Paradies, das Beispiel vom Paradies, ja, was den Muttaqin versprochen wurde. Dort gibt es Wasser, was nicht schal war. Und Milch, dessen Geschmack sich nicht verändert und so weiter. Das ist für die Muttaqin. Und dieser Ramadan ist das Trainingslager, um mit Taqwa, mit Gottesfurcht herauszukommen. Wenn du diesen Ramadan fastest, betest und dich konzentrierst und Fasten ist nicht nur. Fasten ist nicht nur nichts essen, nicht trinken, sondern Fasten ist auch, was sehe ich mir an? Was höre ich mir an? Was mache ich? Und das sagt der Prophet a.s. ganz klar und deutlich. Wie verhalte ich mich? Wenn du das machst, du kommst als neugeborener Mensch raus, als Mensch, der sich verändert hat. Und dann wird es dir leicht fallen. Viele Leute sagen, viele Jugendliche sagen, ja, es ist schwer. Es ist schwer. Guck mal, es ist schwer. Freundin. Ich gehe jeden Tag in die Schule, da werde ich angebaggert, ja, also auf gut Deutsch, ja. Dies, das, ja. Verstehst du? Er sagt dir, ist schwer. Was sagt Allah im Koran, subhanallah? Habbaba ilaykum al-Iman, über die Sahaba. Allah ist derjenige, der den Glauben, die den Iman lieb macht. Wa karra ilaykum al-Kufr wal-Fusuq wal-Isyan. Und der lässt dich den Kufr und Fusuk, wo heißt ja, lässt er dich verabscheuen. Aber dazu musst du dieses Trainingslager durchlaufen. Durchlaufe dieses Trainingslager und danach wird es dir leicht fallen. Bruder, es gibt Leute, Achi, Wallahi, Achi, die sind nur durch die Disco getigert, ja, von einer Disco in die anderen. Ja. Ihr wisst ja, warum man da hingeht in die Disco. Wir brauchen nicht großartig darüber zu diskutieren, ja.
Und er sah, und dann, als er anfing, Religion zu praktizieren, der sagt auf einmal, boah, ich habe diese Orte verabscheut. Boah, diese Frauen, diese Lügerei, geht ja bei den Männern, ist ja genau dasselbe, nur vice versa andersrum. Diese Lügerei, diese Täuschung, dieses jeder will der Coolste sein, ich konnte es nicht mehr sehen. So sagt der Bruder. Und das ist das, wenn der Glaube dir lieb gemacht wird, aber dadurch durchlaufe dieses Trainingslager, geh in den Ramadan rein mit Iman und du kommst mit Taqwa raus. Aber nutze diese Stunden. Sage, ich will einen Monat keine Sünde machen. Den Staub der Sünde nicht mal. Soll mich nicht mal berühren. Ein Monat. Deswegen macht man Etikaf. Ja. Du bist Etikaf, bist du mehrere Tage abgeschieden, nur mit Islam beschäftigt. Alle Dunya auf Seite geschoben. Die Dunya klein gemacht. Die Dunya in die Mülltonne geworfen. Und das machst du. Und glaub es mir, du kommst mit Taqwa raus. Allah sagt im Koran, er ruft die Leute am Glauben. Oh, ihr, die ihr glaubt. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es den vor euch vorgeschrieben war, la'allakum tattaqun. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig. Das heißt, du gehst mit Iman rein, wie diesen Vers, ya ayyuha alladhina amanu. Wir fangen an mit Iman. Du gehst mit Glauben rein und kommst raus mit was? La'allakum tattaqun, mit Taqwa. Und wenn du Taqwa hast, hast du diesen ganzen Vorteil. Deswegen, wir haben jetzt noch, wie lange haben wir noch? 13 Tage, 14 Tage ungefähr? 15 Tage? Nutze diese Tage. Das gilt doch an erster Stelle an meiner Adresse, damit wir uns verbessern. Damit du rauskommst als anderer Mensch mit Taqwa. Möge Allah uns zu den Muttaqin machen.